Jetzt kommen wir zur Königsdisziplin der Atmung. Jetzt versuchen wir nämlich alle Muskeln, die wir bisher kennengelernt haben, nacheinander, hintereinander wegzuschalten, um die in einer Einatmungskette und in einer Ausatmungskette nacheinander zu aktivieren. Denkt dran, wir haben angefangen mit dem Zwerchfell, also einen weiten Bauch zu atmen in einer Dreidimensionalität. Dann sind wir in die Rippenbögen gegangen, sind dann hinten an der Wirbelsäule für die kleinen Rückenmuskeln hochgegangen, haben dann die Brustmuskulatur gemacht und haben dann an dem Kopfende aufgehört. Im Umkehrschluss haben wir die Bauchmuskulatur gemacht, die Brustbeinmuskulatur und die untere Rückenmuskulatur. Und das versuchen wir jetzt hintereinander wegzuschalten. Du hast jetzt also folgende Aufgabe. Du fängst an, eine lange, langsame Einatmung zu machen. Versuchst erst den dicken Bauch zu atmen, dann nach außen zu kommen, dann nach hinten, dann nach oben, bis ganz nach oben. Ich versuche das Ganze mal zu begleiten. Also wenn du loslegst, legst du los. Erst die Bauchatmung, sehr gut. Dann gehen die Rippen seitlich auf. Super, dann wirst du lang von der Wirbelsäule, Brustmuskulatur und kommst hoch in den Hals. Und jetzt gehen wir umgekehrt vor. Bauchmuskulatur aktivieren, Brustbein aktivieren, sehr gut, und die untere Rückenmuskulatur aktivieren. Super, und versuch die Kette nochmal umgekehrt machen. Erst der Bauch, seitliche Öffnung, Rücken, Brust und oben und umgekehrt. Bauch und Brustbein, super, einrollen, unterer Rücken, sehr schön, Ohren ein, machen wir noch, rein, 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 super, seitlich öffnen, Rücken, Brust, oben, Arme locker, super, und umgekehrt, Bauch, Brustbein, unterer Rücken. Versucht diese Reihenfolge, diesen Flow auch locker und entspannt zu machen. Nicht, dass du dich besonders anstrengen musst und die nacheinander zu schalten. Das ist relativ schwierig, aber wenn du weißt, wo du deine Schwächen hast, kannst du diese durch die Übung, die wir vorher gemacht haben, ausmerzen. Jetzt ist es relativ einfach, das Ganze in einem klinischen Setting zu machen, wenn wir stehen. So funktioniert das Leben aber nicht. Wir bewegen uns, wir sitzen viel, wir liegen viel. Wir müssen also unsere Atemmechanik auch in unterschiedlichen Positionen ausführen können. Deswegen kannst du all die Dinge, die wir gemacht haben, auch in den unterschiedlichen Positionen machen. Wir müssen also auch im Sitzen gut atmen können, im Liegen gut atmen können und müssen diese Muskulatur auch in diesen unterschiedlichen Positionen gut ansteuern können. Das kannst du einfach mal spielerisch herausfinden und ausprobieren. Wenn du weiteres Interesse an spannenden und faszinierenden Atemtechniken hast, dann besuch uns doch auf der Webseite www.arzt.eu. Ich habe mich gefreut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.